Tom's Talktime, Folge 652. Lang nachdenken und so weiter führt, zumindest sage ich mal, im europäischen Kulturraum doch dazu, dass man mehr Zweifel und mehr Risiken und so weiter mitzieht. TomsTalktime.com, der Erfolgspodcast. Inspiration für deinen persönlichen Erfolg. Von und mit Tom Kaulitz. Hallo Podcast Nation, ich begrüße dich heute wieder bei strahlendem Sonnenschein hier aus der Wüste von Nevada und freue mich auf unseren heutigen Interviewgast. Meine Leitung geht in den hohen Norden der Republik, genauer gesagt nach Bremen. Bei mir im Interview ist der Florian Fleischmann. Florian, schön, dass du dabei bist. Moin Tom. Hi Florian. Florian, du hast dein erstes Unternehmen, dein erstes IT-Unternehmen, muss man direkt dazu sagen, im Alter von 14 Jahren gegründet, also ein ziemlicher Frühstarter gewesen, hast aber anschließend trotzdem auch nochmal bei Siemens und bei Nokia gearbeitet und aber dann letztendlich im Jahre 2014 noch mit zwei Mitgründern die Firma HR Forecast gegründet, welche, ja, große Daten analysiert und smarte Algorithmen erstellt und auch nutzt, künstliche Intelligenzen erstellt und damit bestimmte Simulationen in der Wirtschaft ja darstellen zu können oder hoffentlich richtig vorhersagen zu können. Und genau, das wird von relativ großen Konzernen eingesetzt, aber auch von verschiedenen Regierungen. Ihr habt mittlerweile 40 Mitarbeiter und seid in 4 Ländern vertreten, unter anderem auch in asiatischen Ländern und in den USA. Genau, und heute bist du hier und wir reden mal so ein bisschen über deine Story. War das so als grober Überblick richtig? Ja, super Zusammenfassung. Okay, sehr schön. Bin ich schon beruhigt. Bevor wir ins Business einsteigen, erzähl doch mal kurz ein bisschen was über dich, damit wir erstmal den Florian kennenlernen. Wer ist der Florian privat? Was machst du so? Ich genieße sehr stark, Sport zu machen. Mache viele verschiedene Sportarten, von Klettern bis hin zum Rudern. Joggen gehe ich sehr, sehr gerne. Ich spiele auch manchmal, wenn auch nicht gut, Tennis. Und ansonsten reise ich sehr, sehr gerne durch die Welt. Macht unglaublich Spaß, unterschiedliche Kulturen, unterschiedliche Sichtweisen mit kennenzulernen. Mhm. Und ansonsten maximal Zeit so mit der Familie und mit Freunden zu verbringen. Das hört sich schon mal gut an. Und Reisen klappt auch, obwohl du in Anführungsstrichen relativ frisch gegründet hast. Also jetzt, ich meine, 6 Jahre ist ja noch keine alteingesessene Firma, geht ja fast noch als Startup durch. Das passt perfekt zusammen letztendlich, nicht? Weil dieses Thema, dass man an einem Ort sein muss, um dort zu arbeiten, das löst sich ja so durch diese ganze Thema Digitalisierung auf, nicht wie du bist ja auch gerade in den USA mit unterwegs. Und deswegen habe ich ganz häufig die Chance mitgenutzt, wenn etwas nicht hier vor Ort mit sein musste, einfach mal 3 Wochen dann in die USA oder ein anderes Land zu fahren. Mein Mitgründer Chris war jetzt auch gerade Anfang des Jahres 4 Wochen dann auf einer Insel unterwegs und hat von da aus gearbeitet. Und es macht keinen Unterschied, ob ich hier bin oder woanders mit bin. Deswegen passt es und ergänzt sich das eigentlich perfekt. Sehr schön. Ja, ich denke, da sind immer mehr Firmen, auch von den, ich sag mal, sehr alten, konservativen Firmen, die das langsam verstehen, dass das Internet sogar auch Remote-Arbeit ermöglicht, dass auch das irgendwo geht. Ja, dieses Internet ist ja noch ein bisschen Neuland für manche, aber es verändert es sehr stark und es kommt auch tatsächlich zu unseren Gunsten. Nicht, dass diese ganze Rumreiserei letztendlich mit entfällt, wo man doch so viel Zeit letztendlich mit verschwendet, die man anders besser mit nutzen kann. Auf jeden Fall. Also allein, wenn man überlegt, der tägliche Weg zur Arbeit, was für viele Leute ja halbe oder dreiviertel Stunde ist, einfach. Wenn man das als Arbeitszeit oder auch als Freizeit umrechnet, das ist ja Wahnsinn, was da verschwendet wird oder wurde bisher. Hm. Absolut richtig, ja. Gerade im Intro habe ich gesagt, du hast dein erstes IT-Unternehmen mit 14 Jahren gegründet. Komm, verrat's, was war das? Es war quasi ein Unternehmen, was dafür gesorgt hat, übers Internet, dass Leute Poster gedruckt bekommen. Also war quasi eine Software, die wir anderen Unternehmen zur Verfügung gestellt haben, wo du online dann ein Bild hochladen kannst, dann das ganze Zahlungsabwicklung passiert, dann im Hintergrund die Bilder dann auf Drucker verteilt werden, also auf so riesige Poster und Leinwanddrucker. Genau, und das war damals so eine erste Idee, auf die wir mit gestartet haben. Und genau, das habe ich damals neben der Schule mitgemacht. Sehr geil.
Und wie ist das ausgegangen? Gibt es die Firma heute noch? Oder hast du die verkauft oder einfach zugemacht? Oder? Ja, genau. Ich habe die damals dann mitverkauft, noch während in das Studium mit hinein mitgenommen. Aber dann war es doch ein bisschen zu viel. Bei Siemens habe ich nämlich ein duales Studium mitgemacht, dass man das, die Firma und Studium unter einen Hut mitbringt. Das war ein bisschen too much. Und deswegen habe ich sie damals mitverkauft dann. Mhm. Wer war der Käufer? Eine andere Firma oder Privatperson? Ja, genau, eine andere Firma, die sich dann weiter darauf spezialisiert hat. Okay. Und gibt es die heute noch? Das ist eine gute Frage. Ich weiß, dass die Software noch fleißig im Einsatz mit ist, bei einigen von den Posterdruckfirmen, die es so mitgibt. Und entsprechend denke ich mal auch, dass es auch noch weiter supportet wird. Nice, sehr schön. Und Exit hat sich gelohnt oder war das so ein Plus-Minus-Ding? Es war kein großer Gewinn, war auch nicht mein Ziel, um ehrlich zu sein. Ich habe nämlich auch alles Geld mitgenommen und direkt mitgespendet, wollte ich nicht in die eigene Tasche mitstecken. War okay. Und zwar, ich sag mal, das, was daraus und das, was mich auch weiterhin mit antreibt, ist eher Spaß daran mitzuhaben und gar nicht mal so die, wie man so von anderen Startups auch mit hin hat, so die maximale Monetarisierung. Das ist aber auch richtig cool, also gerade wenn man das hört, weil ich glaube, je mehr Spaß in der Tätigkeit mit einfließt, egal ob das ein angestellter Job ist, eine unternehmerische Tätigkeit oder Sport oder was auch immer, desto erfolgreicher kann man daran werden, desto höher sind die Voraussetzungen, dass man eben Erfolg bekommt. Daher. Das zum einen und zum anderen letztendlich nicht, wir haben ein Leben, was wir leben können. Und da sollte man sich die Sachen rausziehen, für die man dann auch danach mit drauf schaut und sagt, okay, das war richtig. Ja, das stimmt. Das ist absolut korrekt. Cool, okay. Das heißt, du bist dann zu Siemens gegangen, hast ein duales Studium gemacht, dann warst du auch bei Nokia. Und wie kam die Idee zu HR Forecast? Also ich bei Nokia mit war, da damals ging's, also war damals Nokia Siemens Networks, also die quasi so Mobilfunkmasten mit herstellen. Und damals ging es ihnen nicht so gut und die haben 2000 Leute mit auf die Straße mitgesetzt. Und damals mein Mentor war eine Person, Personalleiter, und der hat gemeint, naja, letztendlich haben wir verpasst, denen zu sagen, den Leuten oder wir als Unternehmen vorausdenken zu können, was brauchen wir denn eigentlich in Zukunft? Wie viele Leute brauchen wir? Welche Jobs wird es eigentlich auch in Zukunft geben? Und welche Fähigkeiten müssen eigentlich die Leute mit haben? Mhm. Genau, und ich habe gesehen, was für einen Einfluss so eine Kündigung auf Leute mit hat, unter anderem auch in der näheren Familie. Und deswegen haben wir uns einmal überlegt, weil Personal extremst nicht IT-getrieben ist, wie man letztendlich Daten und Algorithmen nutzen kann, um sowas mit anders zu gestalten. Okay. Und genau, und dann habt ihr, wie lange hat das gedauert, dieser ganze Prozess? Also von den ersten Überlegungen bis letztendlich zur Gründung? Ich glaube, wir haben fast 5 Jahre uns jeden Dienstag mit 4 Leuten ab 7 Uhr abends bis Mitternacht meistens dann mit eingesperrt und die Sachen dann mit weitergedacht. Und parallel haben wir halt dann weiter mitgearbeitet bei Siemens beziehungsweise bei Nokia, da unglaublich viel auch an Erfahrungen mitgesammelt, die uns da einfach mit weitergeholfen hat. Das heißt, genau, und dann ist irgendwo mal der Punkt gekommen, wo wir gesagt haben, so, jetzt machen wir es oder machen wir es nicht. Und von den 4 Leuten haben dann 2 Leute gesagt, also Chris, mit dem ich zusammen mitgegründet habe, und ich, das machen wir jetzt und gehen es an. Okay, cool. Bereut bis heute? Absolut nicht. Okay, das absolut ist schon gut. Sehr cool, genau. Und ich meine, der Erfolg spricht ja auch für euch vom Wachstum her. Das hört sich auch eigentlich ganz cool an. Erklär mal ganz kurz, was ihr jetzt genau macht mit hier Big Data sammeln und so weiter. Vielleicht hast du auch irgendwie ein Beispiel von irgendeinem Projekt, was in der letzten Zeit auf einmal gelaufen ist.
Wir machen etwas, was ähnlich zu dem, was Google macht, ist, also jede Sekunde, in der wir gerade mitsprechen, sammeln wir weltweit Daten. Beispielsweise sammeln wir Patente, wir sammeln Jobausschreibungen, wissenschaftliche Publikationen und damit können wir über Algorithmen sehr genau sehen, wie sich Wissen mit verändert. Also beispielsweise, welche neuen Technologien mit hochkommen. Als Beispiel, 2014 haben wir ein Patent mitgesehen, hat der Algorithmus mit identifiziert. Es hieß Device Inclusive Speech Interface, also relativ verschrubbelt. Dann das Unternehmen hat ein paar weitere Patente mit geholt und dann hat sie angefangen, ich glaube 2013, dann in großem Maße Leute für Spracherkennung einzustellen, Leute für NLP. Genau, und danach gab es ein Produkt, was dann heißt Amazon Alexa, was mit rausgekommen ist. Sprich, wir können Jahre vorher mit sehen, wie sich Technologien verändern und auf den Einfluss dann auf den Arbeitsmarkt und auch auf Unternehmen, beziehungsweise auf ganze Volkswirtschaften. Genau, okay. Und dieses Wissen nutzen wir einfach, um Regierungen zur Verfügung zu stellen, wo man sagt, nicht, ich möchte jetzt Wirtschaft auf die Zukunft mit ausrichten, welche Industrien sind das eigentlich, welche Leute brauche ich eigentlich, was bedeutet Digitalisierung in den einzelnen Wirtschaftszweigen, die ich mit habe in Bezug auf Qualifikationen, wie muss ich Studiengänge anders ausrichten, wie muss ich Ausbildungen anders ausrichten. Und das Gleiche machen wir dann auch für Unternehmen und auch für Einzelmitarbeiter auch Studierende, wo wir sagen, nicht, was sind denn eigentlich die Sachen, die ich lernen sollte, wo ich danach in die Zukunft mitgestalten kann. Interessant, okay. Gut, jetzt musst du natürlich schon verraten, was ist das nächste große Ding im Internet? Was kommt? Viele Sachen, die uns gerade mit verändern, nicht? Also es ist so vielfältig, angefangen von dem Thema Quantencomputer, die extremst viel mit verändern würden, bis hingehend zu dieses Thema IoT, nicht, ist ja schon im vollen Gange. Was für ein Ding? IoT, sprich die ganzen Geräte, die jetzt im Internet vernetzt sind, nicht, wo ich einen smarten Kühlschrank mit habe. Okay. Alexa vernetzt ja letztendlich meinen Heizkörper mit dem Internet, so dass ich den smart mitsteuern kann, etc. Das wird sich so sukzessive noch mit weiterentwickeln. Und man hat das ganze Thema Augmented Reality, Virtual Reality. Augmented Reality ist, wo man letztendlich beispielsweise eine Brille einfach mit auf hat und im Alltag einem Informationen mit eingeblendet werden. Also als Beispiel, ich gehe in Aldi mit rein, schaue mir die Produkte mit an, mir werden Zutaten mit, nicht was da drin ist, mit eingeblendet. Nicht, wenn ich jetzt irgendwelche Restriktionen mit habe, würde er zeigen, nee, das ist ein Produkt, was du nicht essen solltest oder das gibt's bei Rewe mit günstig. Das sind so lauter Informationen, die quasi auf vernetzt werden und mir dann zur Verfügung gestellt werden. Okay, geil. Gut, das heißt, wenn wir ein neues Business jetzt aufbauen wollen, sollten wir in Richtung Augmented Reality oder IoT oder sowas halt gehen und da haben wir relativ gute Chancen, was Vernünftiges zu entwickeln, oder? Genau, also nicht, wenn viele schon mit drinnen sind, ist natürlich so, dass viele auch schon mit dran forschen etc. Man braucht schon eine Idee, die speziell mit ist, aber es sind auf jeden Fall Felder, die zukunftsträchtig mit sind. Okay, wie schaut das so bei Drohnen aus? Das ist ja auch ein Markt, der ziemlich stark geworden ist in der letzten Zeit. Hast du da auch so zufällig so einen Forecast parat, wie sich das da entwickeln wird? Also alle großen Unternehmen, die wir so mit sehen, gehen gerade dort mit rein. Selbst was wir sehen, sind klassische Zulieferer, die für die Automobilindustrie mitgearbeitet haben, die gehen jetzt auch in das Drohnenthema mit rein. Google baut da gerade extremst ihre Kompetenzen mit auf. Amazon, das wird ein Thema sein, was in Zukunft sehr stark sich verändern wird. Okay. Also dann mehr in, ich sag mal so, diese automatisierten Drohnen, so von wegen hier mit einmal so ein Paketservice, dass die dann halt mit den Vögelchen vorbeikommen? Oder? Genau, absolut, ja, genau. Also so dieses ganze Thema letztendlich Delivery von Logistikunternehmen, ja. Sei es DHL, Amazon oder andere Handelsplattformen, habe ich natürlich komplett neue Möglichkeiten. Sag ich mal, heute wird ja über Fahrräder mit ausgetragen, über Roller, über die ganz normalen anderen Lieferwegen und das kann halt jetzt dann auch über Drohnen mit ergänzt werden. Ja.
Das ist natürlich schon geil. Also auch wenn man allein diese Amazon-Werbung sieht mit ihren Delivery-Drohnen, das wäre schon cool, wenn man eben so ein Ding im Garten landet und ein Paket da mal schnell vorbeibringt. Spannend. Ich bin nur gespannt, wie nervig die Teile mit sind, nicht? Wenn da irgendwie ein paar Tausend in der Innenstadt dann damit rumfliegen und die machen ja doch eine ordentliche Geräuschkulisse. Dann bin ich mal gespannt, ob das dann deutlich, weil von der Frequenz her ist es auch eine ziemlich nervige Frequenz, finde ich persönlich zumindest. Bin ich mal gespannt, wie das dann so von der Akzeptanz auch von der Bevölkerung mit da ist. Auf dem Land oder so sehe ich überhaupt keine Probleme damit. Aber so in Innenstädten kann ich mir vorstellen, weil das ist ja auch noch ein wichtiger Thema am Ende des Tages, ob so akzeptiert wird oder nicht, ob sich das dann durchsetzen kann oder nicht. Also ich denke, von demjenigen, der sein Paket delivered bekommt von so einem Ding, für den ist das okay. Aber ich glaube, für den Nachbarn ist das dann halt ziemlich nervig. Und du hast schon recht, wenn ich allein jetzt überlege, wenn ich so meine private, normale Hobbydrohne hier fliegen lasse oder wenn wir da mal zu zweit sind, das macht schon Lärm. Also selbst wenn sie relativ hoch ist, Lärm. Ja, absolut. Ich meine, wenn man irgendwie im Urlaub mit ist oder im Nationalpark und dann irgendwie Leute der Meinung sind, dass sie das alles mit einer Drohne noch filmen müssen, das ist unglaublich nervig. Ja. Und das, ich glaube auch, selbst wenn man selbst mit der Drohne ein Paket mitbekommt, ist man doch ein bisschen Egoist, was ein temporärer Egoist, nicht? Wenn ich das bekomme, dann ist gut der Lärm. Wenn die anderen die ganze Zeit das mitbekommen, dann nervt es. Ja, das mit Sicherheit. Das ist richtig. Aber gut, lassen wir uns mal überraschen. Vielleicht gibt's ja, finden Sie noch irgendeine Möglichkeit, die Geräuschkulisse wirklich deutlich runterzubringen durch irgendeine bestimmte Rotorkonstruktion oder keine Ahnung. Also da. Ja, das sind sicherlich spannende Themen, wo viele Tüftler die Möglichkeit haben, wieder was Neues mit zu erfinden. Ja. Ich finde allein schon ich habe noch die Mavic 2. Und jetzt ein Spezel hat sich hier irgendwie die Mavic Platinum Pro oder sowas geholt und die haben eine andere Flügelform. Die haben praktisch noch abgewinkelt, die Flügel. Mhm. Und du hörst diesen Unterschied echt deutlich in der Lautstärke, obwohl das ja nur so ein kleiner Knick am Flügelende ist. Das ist wirklich Wahnsinn. Also da. Ja, merkt man schon bei den Flugzeugen. Die sind ja deutlich geräuschreduzierter mitgeworden. Also jetzt die großen Verkehrsflugzeuge, wo sie die Geräuschbelastungen durch die Turbinen etc. nochmal deutlichst mit reduzieren konnten über die Jahre. Deswegen denke ich mal auch, dass das sich mit verändern wird, aber sicherlich eine gewisse Geräuschkulisse mit bleiben wird. Klar, das Ding wird niemals geräuschlos durch die Gegend fliegen. Das ist... Also das ist völlig klar. Ich meine, du hörst ja sogar einen Segelflieger, hört man ja, wenn er nah genug dran ist. Ja, richtig, genau, richtig. Aber ich sag mal, in ländlichen Gegenden ist das natürlich eine grandiose Geschichte. Auf jeden Fall. Auch so im Bereich, wenn man so mal so Rettungsdienste überlegt, keine Ahnung, so einen Defibrillator mal schnell irgendwo rüberbringen, da kann man Zeiten deutlich verkürzen oder für, keine Ahnung, Polizeieinsätze, dass eine Drohne mal schnell rüberkommt und zumindest vorab schon mal Live-Bilder liefert, was jetzt wirklich da gerade Sache ist und lauter solche Dinge oder Beweissicherung und also ja, absolut. Ja, sieht man auch schon in China mit Covid-19, wo Drohnen ja im großen, jetzt nicht im positiven Sinne, aber im großen Stil zum Einsatz mitkamen, wo sie quasi die ganzen Städte überwacht haben und dann Leute adressiert haben, die sich nicht an die Ausgangssperre mitgehalten haben. Ja, gibt natürlich nochmal ein zusätzliches Element, wenn man jetzt nicht den zivilen Nutzen, sondern militärischen mit ansieht, was man auch mit bedenken sollte, wie sich das Ganze mit auswirkt. Auf jeden Fall. Es ist wie bei allen Sachen, es gibt immer zwei Seiten der Medaille. Also das ist, gibt auch noch Szenarien, wo man sich denkt, so, das braucht man jetzt eigentlich nicht, weil das wäre schon sehr Science Fiction, wenn das jetzt noch kommt. Okay, wie auch immer. Florian, was ist für dich jetzt so, du bist ja CEO, also Geschäftsführer von Asia Forecast. Was ist für dich das Beste an deiner Tätigkeit, die du machst? Was begeistert dich so daran? Genau, also ich mache das zusammen mit Chris. Also wir sind quasi, haben quasi eine Doppelrolle und teilen uns das Ganze. Das, was unglaublich interessant und spannend ist, dass du die Möglichkeit hast, Sachen zu verändern, Sachen neu zu denken, dass du sagst, wenn man eine neue Idee mit hat, dass man die einfach entsprechend mit angehen kann. Als Beispiel, wir haben ja die Algorithmen ursprünglich für
Leute mitentwickelt. Die gleichen Algorithmen haben wir auch auf andere Themen mit angewandt, wie zum Beispiel, hört sich ein bisschen lustig an, aber Toiletten in Zügen. Wir können damit genauso gut vorhersagen, wann quasi beispielsweise Toiletten in Zügen voll sind, sodass sie besser mit gewartet werden können. Und das waren so lauter so Themen, wo wir gesagt haben, wow, das, was man damit treiben kann und mitmachen kann, ist letztendlich so die eigene Kreativität, die das Ganze mitbestimmt, das Limit davon. Mhm. Und das macht einfach unglaublich Spaß, jeden Tag mit wieder sich auf den Themen mit einzulassen und Sachen neu denken zu können und jedes Mal so das Gefühl zu haben, jeden Tag kannst du auf was komplett Neues mitkommen. Mhm. Und eure Kunden, die bezahlen euch wonach? Ist das dann praktisch ein fixer Projektpreis? Also hier bei dem Beispiel jetzt mal zu bleiben mit den Toiletten in den Zügen. Kommt ihr jetzt die Bahn an und sagt, hey, wir brauchen dafür eine Vorhersage und ihr kriegt jetzt die Summe X dafür? Oder wie wird das abgerechnet? Genau, also die meisten Sachen von uns, die sind quasi Subscription-based, also Software as a Service. Mhm. Das heißt, die kaufen sich von uns die Software mit ein und wir stellen dann ein Team mit bereit, nicht wie man es von Adobe oder allen anderen Tools, die man so jetzt mit hat, mit kennt. Mhm. Und andere Themen, die haben tatsächlich so einen Projektcharakter, wo es beispielsweise so Themen mitgibt, zu sagen, nicht, wir haben jetzt ein Problem mit unseren Toiletten in den Zügen, könnt ihr da euch was mal mit einfallen lassen? Und die haben dann Projektcharakter und dann im Nachgang entwickelt sich das dann auch in Software-as-a-Service-Produkte. Ah, okay. Dann hast du gerade gesagt, dass du dir die Arbeit im Endeffekt mit dem Chris teilst, dass ihr beide als Geschäftsführer dann drin seid. Das heißt, seid ihr beide auch wirklich als CEO oder? Ja, okay. Richtig. Ja. Wie habt ihr das aufgeteilt bezüglich der Verantwortung? Weil man sagt ja sehr oft, dass wenn, ja, so nach dem Motto, zu viele Köche verderben den Brei, also wenn beide in einem Verantwortungsbereich mitspielen, dass es vielleicht nicht so prickelnd ist. Habt ihr das getrennt oder seid ihr wirklich, macht ihr wirklich alles gemeinsam? Ich würde sagen, wir haben beide ein bisschen anderen Fokus. Also leicht anderer Fokus. Ich habe so ein bisschen mehr einen technischen Fokus. Aber wir machen ganz viele Sachen auch mit gemeinsam. Und ich muss sagen, das ist perfekt. Also ich würde felsenfest behaupten wollen, dass wenn einer von uns es mit alleine gemacht hätte, dass wir auf jeden Fall nicht dort wären, wo wir heute mit wären, wenn wir überhaupt noch in einem Startup bei HR Forecast mit wären. Also eine perfekte Ergänzung am Ende des Tages, auch im Sinne von Work-Life-Balance. Nicht, wenn es zwei Leute mitgibt, auf die Sachen sich mit verteilen kann, dann kann einer auch mal in Urlaub mitgehen und sich um die Sachen mit kümmern. Deswegen würde ich sagen, das war eine der besten Entscheidungen, die wir so am Anfang mit getroffen haben oder die, sag ich mal, sich so mit ergeben hat. Mhm. Dass wir quasi parallel damit laufen. Okay, cool. Also das allein das so schon zu hören, das ist ja schon mal mega, weil das kommt nicht so oft vor. Also ich meine, ich habe ja schon so ein paar Interviews gemacht, auch viele davon sind ja auch mit mehreren Gründern gewesen, aber also Respekt. Also ich drücke euch die Daumen, dass das auch wirklich so bleibt. Das ist eine richtig coole Konstellation bei euch, finde ich sehr schön. Ja, ich glaube, es ist in der Tat sehr schwierig und einzigartig insofern, als dass doch eine Person dann irgendwann mal andere Interessen verfolgt, wie die andere und das dann in andere Richtungen mitzieht. Und ja, toi, 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 bisher ging es immer in dieselbe Richtung. Ja, sehr cool. Ja, ich drücke euch die Daumen, dass es auch genauso bleibt. Danke dir. Wenn man jetzt nochmal so ein bisschen zurückgeht, ich will mal auf das Thema Leidenschaft so ein bisschen hingehen. Wir Menschen versuchen ja immer, irgendwas zu tun, was unserer Leidenschaft entspricht. Und so wie du über die Firma sprichst und auch gerade so über die Projekte, also man merkt einfach, du brennst dafür. Ist das auch was, wo du sagst, das ist deine Leidenschaft? Absolut. Also das ist auf einem gleichen Ebene wie ein Hobby. Ist auch deswegen, sieht man vielleicht ein bisschen darin, dass Chris und ich diejenigen sind, die so ziemlich am wenigsten auch in der Firma mit verdienen vom Gehalt her.
Geld ist nicht das, was uns mit antreibt. Es ist der Inhalt. Und wir haben das so lange mitentwickelt und Spaß daran mitgehabt. Und deswegen haben wir so die ganzen anderen Wege auch nicht mit eingeschlagen. Nicht über externe Finanzierung, sondern haben tatsächlich bisher ohne externe Investoren, ohne einen Cent Bankkredit das Ganze mitgestemmt. Und es ist absolut unsere Leidenschaft, da brennen wir dafür. Sehr cool, sehr cool. Also auch das mit den Finanzierungen, Hammer. Also Gratulation zu der Entscheidung. Sehr cool. Wie hast du denn geschafft, diese Leidenschaft zu finden? War das von Anfang an irgendwie klar, dass es schon in dir geschlummert hat, oder gab es mal ein Schlüsselerlebnis? Nicht wirklich. Also ich würde sagen, über Jahre hat sich bei mir so dieses Interesse für Daten, Algorithmen mitentwickelt. Und das, was es halt dann so ausgelöst hat, ist halt HR jetzt geworden, hätte aber auch jedes andere Thema mit sein können am Ende des Tages, war diese Thematik bei Nokia, dass sie da eben die 2000 Leute mit auf die Straße gesetzt haben und ich halt auch gesehen habe, was für Persönlichkeitsschicksale damit verbunden sind mit so etwas. Mhm. Ja, das glaube ich dir. Das ist sicherlich nicht ganz, ganz easy gewesen. Aber wenn wir uns jetzt eure Story anschauen, ich meine, das hört sich ja alles einfach total geil an. Zwei Freunde haben sich gefunden, gründen das Ding, alles läuft genial, finanzieren das komplett aus eigener Kraft, wachsen organisch, holen einen großen Kunden nach dem anderen ran, expandieren weltweit auf schon mehrere Kontinente. War denn wirklich alles immer so rosa-rot oder gab es auch mal so einen Fehler, den ihr gemacht habt oder den du gemacht hast, wo du gesagt hast, oh scheiße, das hätte ins Auge gehen können, der hätte nicht sein müssen? Und wenn ja, was war da passiert? Also Fehler haben wir unglaublich viele mitgemacht. Ich glaube, da haben wir, können wir gar nicht viel zählen, wie viele das mit sind, von falsche Leute einfach mit an Bord geholt oder falsche Projekte mit angegangen oder Sachen verfolgt, die nicht die richtigen waren. Am Ende des Tages ist es so, dass wir, sag ich mal, über die Fehler und über die verschiedenen Themen, die wir auch ausprobiert haben, einfach gelernt haben und dann dorthin gekommen sind, wo wir jetzt mit sind. Ich würde sagen, wenn wir ein Produkt im Kopf gehabt hätten und nur das eine, dann wären wir auf jeden Fall nicht das geworden, was wir heute mit sind. Deswegen diese ganzen Fehler, die wir mitgemacht haben, wie gesagt, angefangen von einfach die falschen Leute mit einzustellen, zu lange gewartet und gesagt, vielleicht passt es dann doch noch und so, und sich dann versucht zu verbiegen. Das waren Themen, die wir auf jeden Fall, sag ich mal, vermeiden hätten sollen. Weil die Leute zu lange gewartet, oder? Genau, richtig. Dass wir einfach gesagt haben, nicht könnte noch und so. Aber am Ende des Tages nicht, haben wir von beiden Seiten gemerkt, eigentlich passt es doch nicht so wirklich. Ob wir es vermeiden, also wir hätten es vermeiden sollen, ob wir es hätten können, basierend auf unserer Erfahrung und so weiter, weiß ich nicht. Mhm. Aber am Ende des Tages war Gott sei Dank kein Fehler dabei auf einem Niveau, der uns sag ich mal, die Existenz gekostet hat. Mhm. Und das ist das, was zählt. Wenn wir jetzt bei dem Beispiel mal bleiben mit der, mit den Personalentscheidungen, was war denn dein größtes Learning daraus, aus diesen, ich sag mal, falschen Entscheidungen? Hol dir Experten. Es gibt so im IT-Bereich nicht ganz viele Leute, die noch unerfahren sind, und die brauchen ganz, ganz spezielles Wissen für gewisse Themen. Wenn du die Person hast, die etwas schon mal mitgemacht hat und es gibt diese Person dort irgendwie, du musst nur lang genug mitsuchen, dann brauchst du für etwas, wo du sonst irgendwie ein Jahr vielleicht brauchst du vielleicht 2, 3, 4 Wochen, was deutlich schneller mitgeht. Ja. Und im Hintergrund hat man natürlich immer so diese Geschichte, versuchen nicht allzu viel Geld mit auszugeben, nicht von unserem Hintergrund nicht, wir haben keine Millionen an Funding und so, was wir mit rausgeben können, dass wir natürlich immer versucht haben, aufs Geld mitzuachten und da quasi, ja, das war quasi so ein Thema, was dazu geführt hat, dass wir auch solche Entscheidungen dann einfach mitgetroffen haben und die dann am Ende des Tages nicht in die richtige Richtung gegangen sind. Okay, das heißt, das Personal im Endeffekt, was man eingestellt hat, war halt nicht der Experte, sondern hat jemanden geholt, wo man sich gedacht hat, ja gut, den können wir noch auf Lehrgänge schicken oder das ihm selber irgendwie anlernen und der kriegt das schon hin, anstatt einfach zu sagen, nee, wir nehmen lieber jemanden, der irgendwie
doppelt oder dreifach so viel kostet, aber der kann es halt. Genau, richtig, absolut. Ja. Okay, ja, das ist auch ein wichtiger Punkt, der wird wirklich so oft bei mir auch in den Interviews genannt, eigentlich genau das, was du auch gesagt hast. Dieses, was aber auch verständlich ist, dass man erst als Unternehmer denkt, man will ja auch Kosten, ja, vielleicht nicht unbedingt auf Biegen und Brechen sparen, aber man will es nicht unnötig Geld ausgeben. Genau, aber ja, die Frage ist, ich glaube, damals hätten wir uns auch nicht anders entscheiden können, weil wir nicht genug Geld gehabt hätten, um so eine Person mitzubezahlen. Okay. Hätten wir dann keine einstellen sollen? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Am Ende des Tages sehe ich natürlich nicht, dass es auch viel gebracht hat, dass wir daraus gelernt haben. Mhm. Ich weiß nicht, ob ich es heute anders machen würde wie damals oder nicht. Ja, das ist wirklich eine schwierige Frage. Also ich hatte mal mit einem anderen recht erfolgreichen Unternehmer und der hatte mich auch gefragt, meinte so, ja Tom, was ist, wenn du jetzt Leute einstellen willst und du hast jetzt ein paar Kandidaten und du willst eigentlich dann A-Player haben und du stellst fest, du hast aber nur B- und C-Player. Wen stellst du ein? Und ich so, ja, dann würde ich halt den B-Player nehmen. Meinte er, nee, falsch. Du stellst den A-Player ein oder keinen, weil alles andere kostet dich langfristig gesehen nur brutal viel Geld. Mhm. Und das, ja, scheint was dran zu sein. Ja, auf der anderen Seite, wenn du dir anschaust, wie Software mitgemacht wird, du machst eine Software, um letztendlich ein Jahr, egal wie, danach wieder festzustellen, es gibt wieder neue Technologien etc. Sprich, wenn wir es damals mitgemacht hätten, hätten wir es wahrscheinlich auf eine Technologie mitentwickelt, die heute nicht mehr State of the Art ist. Sprich, wir hätten das Ganze wieder neu machen müssen. Sprich, der Experte von damals wäre nicht der Experte von heute gewesen. Ja, ist auch wieder richtig. Es ist schwierig, aber ich sag mal, wenn du Geld hast im Hintergrund und wenn du es nicht im großen Stil mitmachst, dann eher versuchen, länger zu schauen und dann sich die Besten mitzuholen. Ja, ja. Ja, ich denke auch, das ist langfristig gesehen auf jeden Fall die vernünftigere Variante. Mhm. Wenn du jetzt, ich weiß nicht, wie viele Tage arbeitest du die Woche? 5, 6, 7, 8? Es variiert. Ich sag mal, 90% der Wochen würde ich mal behaupten, 5 Tage. Und ansonsten sind es ein paar Stunden dann mal am Wochenende hinterher. Während Corona war es ein bisschen herausfordernder, weil ich habe einen kleinen Sohn, der 2 ist, und die Kita war zu. Ja, und okay. Das war natürlich dann nochmal so ein 10-Stunden-Tag nochmal obendrauf, den wir uns dann mitgeteilt haben. Aber das war eine harte Arbeitsbelastung. Ja, das glaube ich dir. Da sind einige ja echt in ihre Grenzen gekommen in der Zeit. Ja. Wie ist das denn, wenn du mal einen Tag einfach mal keine Lust hast, auf was auch immer? Wie schaffst du es, dich aufzuraffen? Oder kommt sowas bei dir nie vor? Nee, das passiert häufig, dass man irgendein Thema hat und sagt, boah, oder gar nicht mal so keine Lust drauf, aber extrem schwierig, das so in seinem Kopf mitzulösen und eine Lösung dafür mitzufinden, wo man sich so ein bisschen mitquält und sagt, jetzt komm, such mal eine Lösung. Ich sag mal, was mich jeden Tag motiviert ist, wenn ich in der Früh auf mein Fahrrad steige und hier ins Büro dann mitfahre, das macht schon einen glücklich und schafft schon mal, so, sag ich mal, die Basisfrustration mit wegzunehmen, dass du noch immer keine Lösung auf das Problem mit hast. Ansonsten einfach mal dann früher heimgehen. Ich denke, ich halt einfach mal um 12 mache eine Runde Sport und hoffe dann, dass nächste Woche dann wieder eine Lösung mitkommt auf das Problem. Oder man macht halt irgendwie so ein paar stupide Sachen in Bezug auf irgendwie Buchhaltung oder so. Nicht so den ganzen Kleinkram, der dich erstmal so ein bisschen geistig wieder mit ablenkt. Ja, okay. Ich glaube, das wäre ansonsten für mich gute Musik. Okay, das schon eher. Ich glaube, wenn ich mit Buchhaltung könnte ich mich nicht motivieren. Das wäre so. Es ist nicht motivierend, aber es lenkt dich im Kopf ab, dass du dich nicht in einer Sache mit verbeißt. So ganz wirklich stupide Sachen, die wirklich nicht interessant sind, wo du sonst auch keine Lust drauf hast. Das ist genau das Richtige in dem Moment, sich einfach mit abzulenken und nicht so einen Dip zu verfallen, sagen, jetzt mache ich lieber absolut gar nichts mehr, bevor ich mich weiter frustriere. Ja, ja, okay, das, jawohl, das stimmt natürlich auch wieder.
Cool. Florian, kommen wir jetzt zu unserer Blitzlichtrunde. Hier stelle ich eine Reihe von Fragen und deine Aufgabe besteht darin, möglichst schnell, spontan und kurz, also wenn es geht, mit einem einzigen Wort oder einem kurzen Satz zu antworten, okay? Mhm. Was hat dich ursprünglich davon zurückgehalten, Unternehmer zu werden? Ich würde eigentlich sagen, nichts. Wenn dann, sage ich mal, soziale oder familiär bedingte Normen oder Themen, die einen da zurückgehalten haben. Was war der beste Ratschlag, den du jemals erhalten hast? Mach es. Was ist deine größte Stärke als Unternehmer? Faul zu denken. Okay. Was ist deine größte unternehmerische Schwäche? Perfektion. Was war der wichtigste Schritt, der dich zum Erfolg gebracht hat? Mit anderen Leuten die Sachen anzugehen, nicht alleine zu machen. Mit welcher Person, egal ob lebend, tot oder fiktiv, würdest du mal gern ein Kamingespräch führen und worüber würdest du reden wollen? Ich suche noch ein bisschen nach der Person, um ehrlich zu sein, die mir eine Antwort auf Fragen geben kann, die ich nur nicht so bisher mit beantwortet bekommen habe. Welche zum Beispiel? Welche Richtung? Wie wir letztendlich als Menschen in uns einprogrammiert haben, Fortschritt, nicht? Ist ja eine Sache, die uns die ganze Zeit vorantreibt und mit verändert, sei es Nuklearkraft etc. Aber dieser ganze Fortschritt führt letztendlich dazu, dass wir uns immer mehr, sage ich mal, die Lebensgrundlage mit wegnehmen. Und eine Lösung oder eine Person, die sich darüber schwer Gedanken gemacht hat, was nicht eine theoretische Lösung, sondern auch eine praktikable Lösung in die Richtung mit ist. Ohne dass man jetzt, ich sag mal, nicht Elon Musk beispielsweise sagt, nicht, lass uns zum Mars fliegen und anderen Planeten mit Bevölkerung, ist halt keine nachhaltige Lösung aus meiner Sicht. Nicht, dann machen wir den nächsten Planeten danach kaputt. Genau. Ja, einmal platt gemacht und dann suchen wir einen weiteren. Da bin ich bei dir. Okay. Fällt mir so spontan auch keiner ein, mit wem man darüber, also wer da so Experte ist. Aber gut, vielleicht kommt er ja irgendwann, wenn ihr also genau. Richtig. Welche Internet-Resource hat für dich persönlich einen hohen Mehrwert? Spaceflight Now ist eine News-Website, alles um das Thema quasi Raumfahrt. Okay, aber leider nicht mehr. Ja, finde ich schwer interessant. Nicht? Meine Partnerin, die arbeitet auch in der Raumfahrt, deswegen bin ich ein bisschen vorgeprägt. Das finde ich super interessantes Thema. Ja, sehr geil. Ja, wir haben einen Raketenstart in Cape Canaveral mitgekriegt. Das war aber auch sehr, sehr eindrucksvoll. Welches Buch liest du aktuell oder hast du als letztes gelesen? Worum geht es darin und kannst du es empfehlen? Ich lese gerade Prisoners of Geography. Und es geht letztendlich darum, wie Geografie Staaten und Entscheidungen von Staatenlenkern mit beeinflussen. Beispielsweise erklärt er, wie die Geografie der von Russland und von Europa letztendlich auch Einfluss darauf mit hatte, wieso Putin die Krim mit eingenommen hat. Und das ist sehr, sehr interessant, nochmal quasi diese ganzen Themen, die auf der Weltbühne mit passieren, zu hinterfragen und aus einem anderen Blickwinkel mit betrachten zu können. Podcast Nation, das Buch verlinken wir natürlich in den Shownotes. Und wenn du auf Hörfutter stehst, dann hol dir jetzt gleich dein kostenloses Hörbuch auf tomstalktime.com/audiobooks. Dort kannst du dir fast jedes Audiobook im kostenlosen Probeabo runterladen. tomstalktime.com/audiobooks. Zum Schluss noch zwei recht persönliche Fragen. Die erste davon, was ist dein größter bisher noch unerfüllter Lebenswunsch? Ich habe zwei Sachen, die ich angefangen habe, aber nicht zu Ende gebracht habe. Das eine ist Segelfliegen und das andere ist Segeln. Das waren so zwei Themen, die ich angefangen habe und wo ich innerlich sagen würde, das wären noch zwei Sachen, die ich gerne mit angehen würde. Okay, das sollte ja, also zumindest das Segeln, glaube ich, in Bremen sollte man das, glaube ich, lokal umsetzen können. Da drücke ich dir auf jeden Fall schon mal die Daumen und ich glaube, das Segelfliegen, das kriegst du auch in absehbarer Zeit nach hin. Also sagt auf jeden Fall beide Daumen dafür gedrückt. Die letzte Frage, welche drei Tipps würdest du deinem 18 oder 20 Jahre altem Ich mit auf den Weg geben und warum genau diese Tipps? Ich würde sagen, mach weiter. Das wäre eine Thematik.
Die andere Geschichte wäre auch, lebt dein Leben noch mehr. Sprich, verbringen auch mehr Zeit in Richtung Freizeit. Mhm. Okay. Noch eine dritte? Ich würde auch sagen, von Dingen nochmal mit ablassen zu können, wo man einfach Themen mit verfolgt und der Meinung ist, das ist jetzt genau das und alle anderen Sachen müssen hinten runterfallen, da auch mal zu lernen, mit loszulassen von Themen. Okay, also nicht verkrampft festzuhalten an irgendwas, sondern einfach auch mal öffnen für was Neues. Ja, genau, richtig. Okay, sehr coole Tipps. Florian, es hat einen Riesenspaß gemacht, dir zuzuhören. Wirklich eine sehr interessante Gründerstory, auch gerade in dieser Konstellation, wie ihr beide das wirklich gemeinsam rockt, die ganze Kiste, habe ich so noch nicht so oft gehört, muss ich gestehen. Und vor allen Dingen, dass das auch so erfolgreich läuft wie bei euch. Also nochmal, wie gesagt, meinen vollen Respekt dafür. Gib unserer Podcast Nation doch noch einen letzten Tipp mit auf dem Weg und sag uns noch kurz, wie wir mehr über dich bzw. über HR Forecast erfahren können. Gerne. Also wenn ihr wollt, könnt ihr einfach mal bei LinkedIn mitschauen. Da haben wir eine Gruppe, wo wir immer wieder Sachen mit hinterlegen, welche Sachen sich mit verändern. Und da kann man gerne mit reinschauen. Und ansonsten auf unserer Website HR Forecaster gibt es noch einige Informationen drüber, was wir so betreiben und vielleicht nur auch ein paar Inspirationen, was man so an Ideen mit aufgreifen kann, die da draußen noch rumliegen. Okay, die man perfekt. Sehr schön. Noch einen letzten Tipp für die Hörer? Macht es. Einfach tun. Ganz einfach. Ja, okay. Einfach ausprobieren. Lang nachdenken und so weiter führt zumindest, sage ich mal, im europäischen Kulturraum doch dazu, dass man mehr Zweifel und mehr Risiken und so weiter mitzieht. Einfach mal ausprobieren. Nicht, ich sag mal, in Deutschland, wenn man sagt, mal ausprobiert und auf die Nase mitfliegt, tut es fast gar nicht wenig. Wir haben so schöne Sozialsysteme, die einen mit absichern. Auf der anderen Seite hat man in den USA, wo diese Mentalität just do it, da hat man die und man hat fast keine Absicherung und die Leute machen es noch mehr. Deswegen gibt es wenige Gründe, die wir so hier in Europa mit haben, Sachen nicht mit anzugehen und mal auszuprobieren. Das ist ein sehr schöner Tipp und vor allem auch sehr weise gesagt und genauso ist es in den USA. Gibt es keine Absicherung und die Leute, wenn man da nicht wenigstens, was ich, zweimal eine Firma gegen die Wand gefahren hat, wird man nicht ernst genommen als Unternehmer. Und in Deutschland oder in Europa ist das genau andersrum. Also von daher bin ich da voll und ganz bei dir, einfach tun. Sehr schön. Dank noch für die Worte. Podcast Nation, du weißt ganz genau, dass du alle wichtigen Infos und Links zu unserem heutigen Interview auf tomstalktime.com finden kannst. Gib einfach die Episodennummer 652 oder auch den Namen Florian Fleischmann oder HR Forecast in das Suchfeld ein und du kommst sofort auf die passende Seite hier zu unserem Interview. Wenn dich also die Themen interessieren, was künftig abgeht, würde ich dir auf jeden Fall empfehlen, dir die HR Forecast Seite anzuschauen, um einfach mal gucken, was da so an Themen kommt in den nächsten Jahren. Vielleicht ist da irgendwas bei, wo du sagst, Mensch, das interessiert mich. Und falls du selbst leitender Angestellter oder Geschäftsinhaber von einem großen Unternehmen bist und die selber mal so eine Forecast machen wollen, dann denke ich mal, ist der Florian auch der richtige Ansprechpartner für dich. Florian, bei dir nochmal vielen Dank, dass du dir so viel Zeit genommen hast, mit uns dein Wissen, deine Erfahrung geteilt hast. Die Podcast Nation grüßt dich und ich freue mich auf unseren weiteren Kontakt. Tom, danke dir, hat Spaß gemacht. Super, danke, dass du hier warst. Ciao. Bitte was. Tschüss. Vielen Dank, dass du heute wieder beim Erfolgspodcast dabei warst. Komm rüber auf unseren Blog tomstalktime.com und schau, was wir dort noch Schönes für dich haben. Kostenlose Trainings, die Top-Buchempfehlungen unserer Interviewpartner und noch vieles mehr. Hast du es endgültig satt, dir von deinen Kunden auf der Nase rumtanzen zu lassen? Dann melde dich jetzt auf umsatzrakete.com zu meinem nächsten Webinar an. Dort zeige ich dir, wie du mit deinem eigenen Podcast jede Menge neuer und qualifizierte Kunden für dein Business gewinnen kannst. Umsatzrakete.com. Und zu guter Letzt denke immer daran, schlampiger Erfolg ist besser als perfekte Mittelmäßigkeit. Ciao, dein Tom.